sehe hier einen massiven Schieferstein. Was hat denn der zu tun mit den Uhren? Das ist eine ganz neue Innovation von Komono aus Belgien, designt in Antwerpen. Und der Hintergrund, warum diese Uhr auf Schiefer liegt, ist tatsächlich, dass diese Uhr zu 80% aus Schiefer besteht. Also sowohl das Band, was hier noch sehr lederlastig ausschaut, ist tatsächlich hauchdünner Schiefer gepresst, natürlich mit Leder unterstützt, aber auch im Ziffernblatt zum Beispiel ein hauchdünner Schiefer, was die Uhr sehr individuell macht, weil es natürlich nicht jede Uhr gleich ausschauen kann. Unter diesem Schiefer ein leichtes Baumwollgewebe, das das Ganze flexibel macht. Und man sieht ganz schön auch gegens Licht die Struktur, die selbst vom Schieferstein hier noch schön rauskommt. Aha. Erstaunlich elastisch für Schiefer, muss man sagen. Absolut, absolut. Das ist eine sehr innovative Produktionstechnik, die hier verwendet worden ist. Man hat eigentlich das Leder-Feeling, aber tatsächlich nicht nur die Steinoptik, sondern es ist Schiefer. Anfangs, bei den ersten Biegungen, kommt noch ein leichtes Pulver raus, Steinpulver tatsächlich, was sich aber nach dem ersten Tragen im Grunde schon wieder erübrigt. Und dann hat man einfach nur den puren Steinlook, aber ein Feeling her wie ein reines Lederband tatsächlich. Wen sprechen Sie denn an mit so Uhren? Was haben Sie für eine Zielgruppe? Wir kommen aus dem Lifestyle-Bereich, aus Fashion-Lifestyle-Concept-Stores. Unsere Kunden sind sehr modeaffin, sehr trendbewusst und suchen aber immer nach dem besonderen Eyecatcher. Und da holen wir die Kunden mit dieser Schieferserie definitiv ab. Sowohl die Damen mit dieser Variante, die etwas kleiner, gefälliger für ein Damenhandgelenk ist, aber auch mit drei Herrenmodellen. Dass wir quasi beide Zielgruppen abdecken. Zielgruppe hat ja auch mehr mit Alter zu tun. Wann steigen die bei euch ein? Dadurch, dass Komono Sonnenbrillen und Uhrenkollektionen seit jeher anbietet, holen wir unser Publikum sehr früh ab. Schon bei 15, 16, in dem Teenageralter definitiv. Okay. Und sind sehr, sehr weit durch die innovativen Produkte hoch ins Alter tatsächlich noch liegt unsere Zielgruppe. Also 50, 60 plus ist überhaupt keine Seltenheit bei unseren Produkten auch. Sie sagen Teenager, was muss denn der Papa dann für den Teenager ausgeben für so eine Uhr? Also der Teenager kann tatsächlich auch schon für sein Taschengeld ab 49 Euro bei uns ein tolles Produkt erwerben in einer hervorragenden Qualität und Preis-Leistung. Und wenn es dann doch mal das Weihnachtsgeschenk sein sollte, dann gehen wir bei den neuen, insbesondere bei der Schiefer-Serie, für 159 tiefer in den Geldbeutel und bis 220, wobei da holen wir auch schon die nächste Generation unserer Kunden. Das ist dann eher schon für die Firmung dann. Ganz genau. Wir wachsen mit unseren Kunden und so auch im Preissegment. Wo geht's bei euch die nächsten Jahre hin? Habt ihr schon Trends, die ihr verfolgen wollt? Wir sind jetzt sicherlich mit der Schieferserie schon bei Herbst-Winter erstmal. Das heißt, wir stellen jetzt gerade Herbst-Winter 17 aus. Was im Sommer kommt, stellen wir dann tatsächlich auf den Sommermessen im Juli aus und möchten da nicht so viel verraten, weil wir haben schon sehr viele Mitbewerber hier am Start und deswegen halten wir uns da bedeckt bis zu den Juli- und August-Messen. Viel Erfolg. Ja? Vielen Dank, hat mich Danke. Gefreut. Tschüss.